Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Bausimulator. Einen wunderschönen guten Tag, es geht weiter. Wurde ja schon sehr viel gewünscht, dass es wieder weitergeht. Und ja, jetzt nach Update und Patch und was ist irgendwas noch alles, können wir weitermachen. Wir stehen, glaube ich, am Fahrzeughandel stehen wir. Genau, wir müssen eine neue Mission finden. Beziehungsweise müssen schauen, was wir denn machen können. Wir haben jetzt hier Job, Verlauf. Okay, ja, es ist ein bisschen was passiert. Ich habe jetzt schon länger nicht mal reingeguckt, ich hatte die Zeit nicht. Eine Verkehrsstraße, eine Wohnsiedlung. 565.000 Euro, 8 Bauabschnitte. Ist das die? Ja, die nehmen wir doch, oder? Grundstücksschließung, Entsorgung? Ich würde sagen, die nehmen wir. Ich würde sagen, die nehmen wir, meine Damen und Herren. Auftrag annehmen. Jawohl. Und dann schauen wir mal, was hier so passiert, ne? Verkehrsstraße angenommen. Richtig, richtig. Es wurde auch ganz viel in die Kommentare geschrieben, dass sich es wohl lohnen würde, wenn ich jetzt also möglichst schnell das freischalte, dass ich mehrere Missionen auf einmal nehmen kann, weil ich dann auch mehr Fahrzeuge parallel nutzen kann. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist gut. Das passt soweit. Dann fahren wir da mal hin, würde ich sagen. Ne? Wir haben ja, glaube ich... Ups. Au! Wir haben ja jetzt, glaube ich, kein anderes Fahrzeug mehr. Lass ihn mal kurz gucken, damit ich hier richtig bin. Das ist unseres, das ist unseres. Okay, es hat sich ein bisschen nämlich was geändert seit dem Patch. Ich habe mein Dingens gar nicht mehr. Schade eigentlich. Okay. Wir müssen mit dem zurande kommen, was wir haben. Wir können aber mal schauen, wohin müssen wir denn überhaupt? Was haben wir hier? Das ist der Baustoffhandel, das ist okay. Wo ist denn unsere Baustelle? Das ist der Steinbruch, das weiß ich auch. Gewerbegebiet, das ist die Fertig... Ja, hier ist die Baustelle, ne? Genau. Da können wir, glaube ich, mal... Wollen wir da mal rüber? Ich mache mal eine Schnellreise. Da wurde mir auch einiges geschrieben, ne? Also zum Thema Schnellreise, je weiter das Ganze weg ist, desto teurer ist das Ganze. Was auch logisch ist irgendwie, ne? Also das passt auch auf alle Fälle. Wir schauen jetzt mal, was das gekostet hatte. 226 Euro. Na toll. So, alter Falter, was müssen wir denn hier alles machen? Das Restholz aufsammeln. Wir bleiben hier mal stehen, vor der Baustelle. Zurücksetzen. Ich muss noch mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging jetzt hier, ne? So. Dann würde ich sagen, wir schauen mal. Können wir das mit dem Kran machen oder müssen wir das... Hör doch auf. So, ich gehe mal gucken, ne? Es ist auf alle Fälle das Restholz wegräumen. Ich kann das auch nicht so machen. Was wird da vorgeschlagen? Ich kann mir doch das angucken hier, glaube ich. Job. Er hier. Aha, okay. Pritscher mit Kran. Alternativ sowas, okay. Ich hab den großen, habe ich mit. Ist das hier alles zum Wegräumen? So alles, alles? Kann ich das auf meinen Tieflader draufballern oder nicht? Weil sonst muss ich mir was organisieren. Wir haben 194.000 Euro, wir können ja mal gucken gehen. Zum Baustoffhändler, hätte ich jetzt was gesagt. Nee, nicht zum Baustoffhändler. Zum Maschinenfahrzeughandel. So ist nämlich richtig. Können wir da auch... jetzt bin ich da hingegangen, ne? Ich muss mal gucken, ob wir da noch was anderes holen können. Ich finde es echt schade, dass es keine Sattelpritsche gibt. Das finde ich echt irgendwie nicht so geil, aber das, was willst du machen, ne? So, was haben wir denn hier? Ist da nicht irgendwas Neues reingekommen? Ich glaube nicht, ne? Glaube nicht. So, wir haben ja praktisch... wo ist denn das, was wir haben? Den haben wir, ne? Das ist der Multi-Auflieger. Der ist ja im Gebrauch. Wir bräuchten wahrscheinlich jetzt so was Kleines. Also irgendwas... Ja, wobei es ist auch... Vielleicht schaffen wir es auch. Also es wird auch der hier angezeigt, dass der genommen wird. Der hat ja auch keine Bordwände links und rechts. Also vielleicht wird es mit dem auch funktionieren. Ich würde es einfach mal testen. Jetzt einfach mal testen, ob es funktioniert. Verkehrsstraße wieder. Das hat jetzt, glaube ich, 90 Dollar gekostet, wenn ich mich recht entsinne. 90, ja genau. Die Frage ist jetzt, müssen wir das mitnehmen oder müssen wir das nur in den Bereich legen? Hier, platziere und... Nee. Liefere und platziere die Abfälle in dem markierten Bereich des Werks. Okay, das ist gut. Das heißt, wir hüpfen da nochmal rein in unseren Truck und schauen mal, was wir dann alles machen. Geh doch mal vorbei. Ist natürlich jetzt ein bisschen langer, Oschi. Die Frage ist, was gehört da alles dazu, ne? Hier haben wir schon mal ein paar Steine. Wir werden jetzt mal so stehen bleiben und werden mal gucken. Moduswechsel, jawohl, machen wir auf den Scholli hier. Ja, ein bisschen Kran fahren, ne? Ein bisschen Kran fahren geht immer. Ja, ist okay.
Der Zustieg wird durch eine Maschinenkomponente versch... Was für ein... LOL, haben die da was gefixt? Haben die da was gefixt, meine Damen und Herren? Weil jetzt kann ich den nicht mehr verwenden. Abkuppeln. Oh, das ist jetzt aber böse, wenn die da... Weil es ging mal. 100%ig ging das sogar mal. Okay, das ist nicht gut. Aber gut, da müssen wir halt umdisponieren. Ist auch kein Problem. Was ist denn jetzt schon wieder? Schützfüße sind blockiert. Da ist doch aber gar nichts. Warte mal, fahren wir mal hier so hin. Ist das jetzt vielleicht dramatisch, was wir da nehmen? Ah, jetzt geht's. LOL. Gut, muss man erstmal rausfinden, ne? Okay, das heißt, wir können einzelne Sachen jetzt nehmen. Ja, ne? Oh, die Steuerung ist auch ein bisschen angepasst worden, glaube ich. Das sieht immer so passend aus, aber es ist nicht passend. So, dann schwingen wir das mal rüber. Ah, okay. Also wenn das, glaube ich, im Bereich ist, dann geht das wohl. So. Müsste ja so passen da drin, ne? Dann fahren wir das Ding nochmal ein bisschen zurück. Okay, dann bist du natürlich mit einem langen Kran bist du hier Chef, ne? Das ist halt Fakt. So. Ach so, warte mal, ich muss da... das hat eine bestimmte Stelle, wo ich das hin tun muss, okay. Das war mir nicht klar. Wohin muss denn das? Jeder Stein hat eine vorgemerkte Markierung. Aha, okay, gut. Wie sieht denn das hier aus? Ah, hier ist noch einer. Nehmen wir doch den gleich hier. Ist das der ganz hinten, weil der ein bisschen doller leuchtet? Schauen wir mal. Nö. Doch, das war er tatsächlich. Da hinten. Oh, die Frage ist, schafft das unser Kran? Ja. Geil, oder? Deswegen mag ich auch so einen langen Kran, weil du kannst dich halt einigermaßen gut platzieren und dann läuft die Luzi hier. Da macht keinen Mucks und keinen Mu, ey. So, das müsste hier hingehören, meines Erachtens. Jawohl. Was haben wir noch? Das Stückchen Holz da hinten, da müssen wir uns gleich drum kümmern. Jetzt machen wir erstmal noch die Steine. Das ist ja super hier. Schreit da irgendein Vogel oder was schreit da rum? Ist natürlich logisch, dass man mit einer Last am Kran nicht so extrem rumschwingen würde. Das ist mir schon klar. Und dann Bodenschleifen ist, glaube ich, für die Grote auch nicht so optimal. Jetzt würde ich mal gucken, wie weit kommt denn der über die Kabine? Das geht ja auch bei vielen Kranmodellen, dass die so über die Kabine so ein bisschen was holen können. Auch ein geiles Bild, ne? Bin nur vorne, also ich kann jetzt nur den Ausleger so ein bisschen schwenken. Bin das so ein bisschen eingeschränkt, weil du natürlich nicht die Kabine kaputt machen solltest. Das wäre nicht so gut, glaube ich. So. Wo gehört der denn hin? Der gehört wahrscheinlich da hinten hin. So. Zack. Das Holz da hinten, ne? Schaffen wir das? Aber da müssen wir den Eumel mal ganz ausfahren. Oh, Alter, Auslege über Auslege. Warte, das müssen wir anders machen. Wir müssen den gesamten Kran senken. Alter, oh. Ups.
Ups. Das schafft er tatsächlich, ne? Chicken anheben. Oh. Ah! Ich glaube, Kranfahrer werde ich keiner mehr. Also sollte mal bei Palfinger eine Stelle frei werden. Als Testfahrer sehe ich mich nicht. So. Wohin gehört das? Links oder rechts? Wo wollt ihr denn das haben? Aber wenn ich den Stamm da vorne jetzt auch noch bekomme, ne, dann ist das ja wirklich eine Top-Position gewesen, was ich hier gewählt habe. Da habe ich alle Produkte, beziehungsweise alle Sachen, die ich greifen musste, konnte ich richtig schön greifen. Mit einer Position. Das ist schon gut. Ja, läuft. Gar kein Problem, würde ich sagen, ne? So. Das heißt, unser erster Schritt ist jetzt schon erledigt. Sieht gut aus. Jawohl. Geld in der Tasche. Sehr gut. Das heißt, zurücksetzen. Und Fahrermodus, was kommt jetzt? Ach, wir müssen Baumaterialien liefern. Okay. Wir müssen den Graben ausheben. Uiuiui, jetzt wird es aber hier, ne? Jetzt wird es aber hier ein bisschen sportlich, wird es hier. So. Okay, das heißt, wir müssen den Graben ausheben. Wir müssen gucken, dass wir... ja gut. Kommen wir hier raus? Noch die Rondale-Leuchte anmachen vielleicht? Hat der Anhänger hinten immer noch... Jetzt leuchtet auch die Anhängerbeleuchtung. Das, glaube ich, war in der Preview-Version noch nicht möglich. Hat sich generell ein bisschen geändert, ne? Ich entdecke hier ganz neue Geschichten. So. Wo ist denn der Baustoff? Der Weg ist halt relativ weit, ne? Gefühlt ist der Weg relativ doll. Firmengelände, Baustoff, 240. Boah, das ist aber viel Geld, du. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Gibt es hier vielleicht noch einen Baustoffhändler? Wir müssen auch mal ein paar Sachen erkunden, ne, habe ich das Gefühl. Das würde uns nicht schaden. Wir können aber, was wir machen können, wir können eine Sache markieren. Und zwar der Baustoffhändler wäre doch hier irgendwo, glaube ich, ne? Genau. Wie kann ich den markieren? Markierung setzen, G. Okay, dann machen wir das mal. Wohin willst du mich lotsen? Ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Ich muss hier rum, ne? Gibt es jetzt mittlerweile eine Schnellfunktion für Wechseln der Kameraperspektive? Innen. Yes, das wollte ich sehen. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Gucken wir mal, dass wir nicht zu viel Unheil anrichten hier. Oh, echt durch so eine kleine Straße hier? Ehrlich? Das ist aber nicht cool. Aber ich glaube, ich mache das ganz gut. Boah, Gegenverkehr ist halt ein bisschen tricky, ne? Das Lenkrad erscheint mir auch sehr, sehr groß im Verhältnis. So, wohin muss ich? Hä, warum? Habt ihr gesehen, die ganzen Autos werden so ein bisschen aufgebockt hier. Warum ist das so? Ein bisschen komisch, muss ich sagen. So. Wir müssen hier nach rechts und dann nach links. Mal kurz einen Blick riskieren. Jetzt habe ich irgendwas getroffen, glaube ich. Ich glaube, das Schild ist meins. Okay, ich glaube, ich werde rausgelassen. Oh, oh, warte, 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 warte. Das ist jetzt der Point, ne? Mit dem gelenkten Anhänger. Ja, ja, jetzt haben wir hier... Jetzt haben wir natürlich Weihnachten. Aber ich glaube, ich schaff's. Jetzt muss ich gleich wieder rein. Ich glaube, ich würde einfach mal... Ich weiß nicht, was von vorne kommt. Ich sehe es gerade nicht, aber... Ich würde jetzt einfach mal das Risiko nehmen und einfach mal reinfahren. So, jetzt wechseln wir mal wieder in die Innenperspektive. Kamera innen. Yes.
Sprit haben wir noch. Reparatur sieht auch noch ganz gut aus. Also von dem her können wir da aus den Vollen schöpfen. Ich habe auch gesehen, wir müssen Graben ausheben, ne? Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Wir müssen auch mal gucken, ob wir jetzt nicht uns einen Bagger oder noch einen LKW organisieren wollen. Weil ich weiß nicht, ob wir den Graben nur ausheben müssen oder ob wir das Material auch wegschaffen müssen. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken in der Mission. Beziehungsweise in dem Auftrag. Ich entdecke ganz neue Seiten der Stadt, ey. Bleib doch nicht stehen, Mäuschen. Hörst du vielleicht? Hallo? Mein Gott. Ich muss mich nur ärgern mit den Autofahrern. Aber, sage mal, wir sind erstmal fertig für heute. Meine Damen und Herren, es gibt Mittelfinger. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.